Hallo miteinander. Hallo miteinander. Heute widmen wir uns mal der Frage Radfahren im Winter. Gottes. Ja, mal gucken. Gucken wir mal. Man sieht es ja im Hintergrund, es ist schön weiß. Ja. Und herrlich blauer Himmel. Genau. Passt für uns nichts wie hinaus. Jetzt gucken wir mal, wie es funktioniert. Genau, auf geht's. Auf geht's. Oh, voll mit Gegenlicht. Ja, Radfahren im Winter. Kann man natürlich machen. Aber man muss zumindest gescheite Reifen haben. Wir haben jetzt Winterreifen aufgezogen mit Spikes drin. Also damit kannst du selbst auf Eis wunderbar fahren. Also das ist gar kein Problem. Das einzige Problem hast du, wenn man absteigt, dann sind deine Schuhe natürlich immer noch das Rutschigste. Aber man muss halt aufpassen. Vielleicht braucht man da auch noch Spikes, ne? Oder? Ja, könnte man auch noch machen. Wer weiß. Ja. Aber ist das die Herrlichkeit? Wunderbar. Guck mal das an, wie toll das aussieht. Richtig schön. Achtung, Bulldog. Achtung, da kommt ein Bulldog. Funktioniert einwandfrei. Hallo. Hallo. Ja, heute Nacht hat es minus 14 Grad geht bei uns. Jetzt hat es immer noch minus 5. Also ist immer noch gut frisch. Aber da muss halt öfter halbes anziehen. Oder wie ich gleich mal vier Trikots. Also ich habe gefütterte Hose, Thermosocke und ein langarmiges Trikot, da drüber so ein dünnes Vlies und dann noch dieses, die Jagd, die orange. Also ist echt angenehm. Kann man fahren so. Ja, nachdem ich die Frostbeule unter uns bin, habe ich auch gefütterte Thermohose, zwei Langarm-Trikot, eine Langarm-Jack und noch eine maltige Winterjack drüber. Aber mir ist jetzt auch gut warm. Also das muss ich sagen. Also und das Fahren hier jetzt auf den fischfahrenden Schnee und Eis und was weiß ich was das alles ist, ist wirklich problemlos möglich mit den Spikes. Wirklich gut. Oh, da kommt ein Jogger. Wir sind nicht alleine.
wenn man so auf Schnee und Eis fährt, dann hat man natürlich ein bisschen mehr Kraft davon. Das heißt, man braucht da wahrscheinlich ein bisschen mehr Akku. Aber so weit fahren wir halt gar nicht. Wir machen halt bloß eine kleine Runde. Wir wollen das einfach mal ausprobieren. Und dann sehen wir weiter. Aber so wie es aussieht, macht es unwahrscheinlich viel Spaß. Jo, stimmt. Können wir da noch mal gerade? Da können wir Waldstätte, oder? Dann fahren wir Waldstätte. Also, fahren wir Richtung Ede Waldstätte. Wir fahren gerade ohne Plan. Bloß mit dem Ziel, dass wir wieder heimkommen. Ja, es ist kalt. Aber egal, das tut meinem Rücken gut. So ist es. Alles prima halt wieder. Richtig schön. Einfach. Die zwei Satz Bikes Räufe, die haben jetzt knapp so 200 Euro gekostet, aber ich sag's euch, die sind jeden Cent wert. Das kommt man da noch um, oder? Kommt man da noch um, ja. Da kommt man um. Also man kommt nur mit des Bikes. Also ich habe das Gefühl, wir kommen mit des Bikes überall. Ne? So, jetzt müssen wir ein Stückchen auf blankem Asphalt fahren. Da sind die Räufe halt ein bisschen lauter jetzt. Aber das macht nichts. So, mal sehen, ob man das jetzt hört. Das knuspert jetzt so ein bisschen. Und jetzt fahren wir da wieder rechts. Da runter. Vorsicht, da rutscht es schon ein bisschen. Ups. Also interessant ist ja, wie manche Autofahrer uns angucken. Halt, wie wenn wir von einem anderen Stern wären oder so. Aliens, Ja, voll spooky. Aber die wissen halt, dass wir mehr Grip haben, wie sie mit dem Auto. Andererseits haben wir aber auch weniger Knautschzone. Ja, das stimmt. Andrea versucht, ein Bild zu machen. Das funktioniert. Sie müssen halt. Hoppla. Hoppala. Ja, da musst du gucken, dass du auf deine Spuren bleibst, weil drunter wird es weich. Nein, da war eine Bulldog-Spur. Okay. Aber ich muss sagen, mit den Spikes, das hat sich gut verfangen. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Aber man muss zugeben, man muss langsamer fahren wie im Sommer. Weil so Rasen ist nichts im Schnee, wie mit dem Auto auch. Wir haben ja auch nichts zum Pressieren. So ist.
könnte ich jetzt stundenlang fahren. Ja, das stimmt. Da könnte man wirklich stundenlang fahren jetzt. Das ist richtig gut. Ja. Und schau, wir sind gut erzogen, es ist nicht kalt. Ja. Solange man sich bewegt, ist das sicher kein Problem. Also wirklich wunderbar. Und die Sonne, die tut so gut. Das ist echt schön. Fahren wir auf Bernloch zu. Also es ist echt wunderschön heute Mittag. Herrlich. Und das macht richtig Spaß. Das Einzige, was blöd ist, wenn schon irgendwelche Auto gefahren ist, dann muss man gucken, dass man am besten in der Spur drin bleibt. Wenn man da ein bisschen rauskommt, dann zieht es so ein bisschen aus der Spur raus. Ja. Aber kein Problem. Aber weißt du, da vorne müssen wir auf der Straße fahren. Nein, kein Schneepflug dabei. Du musst doch kein Schritt fahren. Ha-ha, da fahre ich jeder. Also gut, dann fahren wir halt auf die Straße. Kommt nichts. Das ist mir jetzt gefährlich. Jetzt fahren wir nochmal ein Stückchen auf der Straße. Die Leute, die uns sehen, die denken, die wir stimmen nicht ganz. Ich würde aber sagen, das ist mir gerade egal, das tut so gut. Ja.
Hallo. Aber auf dem Schnee da verschüttelt es ja schon kehrig. Ja, der ist schon ziemlich grob jetzt da, die Fahrerei. Jetzt fahren wir wieder raus aus Bernloch und fahren wir Richtung Heimat. Und dann freue ich mich auf einen schönen warmen Kaffee. Oh ja. Jetzt wäre es so schön, wenn man ein Stückchen Kuchen hätte. Weil wir könnten da ja jetzt rechts abbiegen und noch auf Trochtelfinger fahren. Trochtelfinger fahren, ja. Das wär's. Aber ich glaube, da wäre ich verfroren, bis ich daheim wäre. Ja, ich glaube, das hätte jetzt keinen Wert. So, raus aus Bernloch. Da sieht man richtig, wie kalt es ist. Schön kalt, aber es ist trotzdem richtig schön. Macht echt Spaß. Und das ist ganz sicher nicht unsere letzte Wintertour. Richtig schön, wie da alles glitzert. Astrein, richtig gut. Wenn ihr aufmerksam aufpasst, heute haben wir eine andere Kamera dabei. Und zwar haben wir die GoPro Hero 11 dabei. Und ich bin mal gespannt, wie das rauskommt. Ja, da bin ich auch gespannt. Was mir an der Kamera gefällt, sie hat 10-Bit Farbe, ist eine höhere Farbauflösung und da will ich mal sehen, ob das wirklich nachher nochmal etwas bringt. Vor allem bei solchen Lichtsituationen wie jetzt. Aber das ist egal, wir wollen ja einfach schöne Videos machen. Genau. Wie wir die machen, ist ja wurscht. Oder? So ist. Hauptsache, sie werden schön. Genau. Das ist doch jetzt richtig weihnachtlich, oder? Herrlich. Und da die Tannenzapfen. Tannenzapfen, das sind Eiszapfen. Mir friert wahrscheinlich doch schon ein bisschen Sonne ein. Aber das habe ich vorher vergessen, ich habe noch so richtig schöne warme Kappe unten drunter. Der einzige Nachteil von der ist, man kann sich ganz schlecht unterhalten. Weil die nämlich richtig ab. So, das war jetzt unser Winterrad. Proberunde, genau. Hat wunderbar funktioniert mit unseren Spikes-Räufen. Wirklich absolut gefahrlos. Fahren können auf Eis, auf Schnee, auf festgefahrenem Schnee. Außer in den Bulldog-Läuse. Ja, da war es ein bisschen kritisch. Gut, das ist auch, ein Bulldog ist auch schlecht, wenn die im Dreck. In so einem Fährsch. Also, okay, 1-0 für die. Das ist immer so. Aber das war jetzt richtig schön, hat Spaß gemacht. War herrlich. Und mit dem Schnee und der Sonne, was gibt es Schöneres im Winter? Unsere zweite Kamera, wo wir immer vom Stativ stand, dahin zum Vorbeifahren, da ist der Akku gestorben von der Kälte. Hui. Ich weiß jetzt nicht, ob das vorher noch drauf war, aber ihr seht jetzt noch, ob es drauf ist. Also, jetzt fahren wir voll heim. Und schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder zuguckt. Vielen Dank fürs Zuschauen.
und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Tschüss.